Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila und wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um meine Top-YouTuber, um meine Lieblings-YouTuber, YouTuber, die ich generell feiere, YouTuber, die ich abonniert habe. Und falls du wissen möchtest, wen ich alles abonniert habe, in unterschiedlichen Bereichen auch noch, dann bleib dran. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich versuche da, meine persönlichen Eindrücke mit euch zu teilen. Also, ich habe jetzt auch gerade schon die Abonnentenliste offen. Dann haben wir Myla. Myla ist so ein hübsches, süßes Mädchen. Ich schwöre, sie ist so einfach auch cool. Ich liebe, Leute, wenn ihr auf Mylas Account geht, ich habe mir dieses Video schon 3 Trilliarden Mal angeschaut, okay? Wirklich, ich liebe ihr erstes Get Ready With Me, wie sich Mädchen wirklich fertig machen. Das ist richtig cool und lustig. Ich habe es mir wirklich schon 3 Millionen Mal angeschaut. Das liebe ich. Ich liebe es auch, wie sie zum Beispiel ihre Playlist, so sag ich mal, immer so gezeigt hat. Ich glaube, dieses Format heißt Get Lit With Me oder so. Dann auch generell ihre Make-up-Videos schaue ich mir auch super gerne an, weil ich liebe es, wenn, keine Ahnung, es hört sich vielleicht komisch an, wenn man sich halt schminkt und ich das so sehe. Vor allem mit Sexy Foundation und so. Und ja, das schaue ich mir auch super, super gerne an und sie ist echt ein cooles Mädchen und die auch sehr bodenständig ist und sehr authentisch und zum Beispiel, keine Ahnung, sie ist zum Beispiel eingeladen worden nach Berlin, glaube ich, war das und dann hat sie einfach, weil sie sich so krass gefreut hat, einmal in ihrem Video, sag ich mal, auch so ein paar Tränen gelassen, was ich auch so echt authentisch fand, weil das nicht so gefaked war oder gespielt war oder sonst irgendwas, sondern weil sie sich einfach so glücklich geschätzt hat. Oder zum Beispiel, sie ist dann auch noch in Berlin, glaube ich, war das, war sie so im Restaurant. Und ihr wisst ja, YouTuber haben eher so Essen, was so fancy ist. Und dann sagt sie so zu diesem Essen so in ihrem Video, ja, diese kleine Portion und das war's jetzt? Oder soll das jetzt mich satt machen? Oder was war das jetzt gerade? Oder warum ist diese kleine Portion so teuer oder so? Fand ich auch sehr, sehr lustig. Dann haben wir Marvin Magnificent. Ich finde, Marvin ist echt eine coole Person. Ich liebe seine Schminksammlung. Ich liebe es, wenn er mit anderen YouTubern sich zusammen schminkt oder beziehungsweise diese Menschen auch schminkt, weil ich ihn echt krass finde beim Schminken, vor allem mit seiner neuen Palette jetzt auch. Und ich finde, Marvin ist so eine Person, der so auch meine Toleranzgrenze, so sag ich mal, offener gemacht hat, weil früher, ich weiß, das klingt zwar jetzt dumm, aber ich habe mir so gedacht, Beauty, Make-up ist so eher was für Mädels und Jungs, die das machen können, das ruhig machen. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass die jetzt nicht automatisch, sag ich mal, mir etwas beibringen könnten. Ja, das klingt richtig dumm. Ich weiß nicht, warum ich so gedacht habe. Ich dachte mir so, wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball machen würde, ich könnte mich nicht so ernst nehmen, neben so einem Jungen, der, glaube ich, gerade, wenn ich zum Beispiel so, sag ich mal, 10 Jahre Fußball mache, würde ich trotzdem irgendwie denken, dass der eine Typ, der ein Jahr Fußball macht, automatisch besser ist als ich. Wisst ihr, was ich meine? Dieses dumme Klischee-Denken in dieser klassischen Geschlechtsrollenverteilung. Und das, finde ich, hat er so bei mir durchbrochen, weil ich ihn echt krass finde, wirklich. Ich schaue mir so oft seine Videos an, zum Beispiel auch, wenn er so in L.A. ist und dreht und mit anderen Leuten dreht. Also echt so, zum Beispiel auch mit Naomi oder so, feiere ich ihn total, weil er ist echt unterhaltsam und künstlerisch begabt. Und ja, das feiere ich einfach. Und dann haben wir auch Maxim Giacomo. Ja, oh, ich bin so schlecht, den Namen aussprechen, es tut mir so leid. Er ist auch eine Person, von der ich auch sehr viel halte zum Thema. Er und Marvin sind sehr gut vergleichbar, in dem Sinne, dass die halt beide Männer sind und beide sich schminken und desto mehr meine Toleranzgrenze immer mehr geöffnet hat. Ich finde zum Beispiel bei Maxim richtig cool, dass er irgendwie auch im Thema Rurie viel macht. Ich liebe es, wenn er zum Beispiel Rival de Loop L.A. so testet und schreibt, ob das, also sagt, ob das gut ist oder nicht gut ist, weil ich selber Rival de Loop Young feiere, weil ich hier halt um die Ecke einen Rossmann habe und dann gehe ich halt da super gerne in die L.A.s rein und shoppe das super gerne. Dann haben wir Maya Ray. Maya Ray feiere ich auch total mit ihrer Freundin Paulina, zu ihr werde ich auch später kommen. Ich liebe ihre Storytime-Videos zum Thema, wie ihre Beziehungen verlaufen sind. Ich liebe ihre Videos, wo sie sich mit Paulina schminkt. Die sind sehr, sehr unterhaltsam. Also dieses Duo ist auch echt krass, wirklich. Leute, kennt ihr das? Es gibt YouTuber, die
braucht nur eine Person, mit der sie so ihr Leben lang Videos machen können und das wird nie langweilig, das ist so ein Duo. Und ja, beide Mädels sind echt super hübsch und ich folge ihr auch auf Instagram und ich finde, so wie sie ihre Katze liebt, das ist so putzig und so süß, Leute. Dann haben wir Mrs. Bella. Mrs. Bella habe ich schon damals richtig krass verfolgt. Der erste Satz, der mich so, sag ich mal, mit ihr so identifiziert hat, ist einfach da, wo sie gesagt hat, zum Beispiel, dass andere Leute zu Weihnachten irgendwie oder zu Geburtstagen Geld bekommen haben und sich das so, sag ich mal, aufgespart haben für, sag ich mal, günstigere Dinge und sie zum Beispiel gerne das Geld ausgegeben hat für MAC-Produkte. Und ich bin so eine Person, damals habe ich auch nur super gerne MAC-Produkte gekauft, weil die Drogerie nicht so aufgestockt hat mit farbigen Foundations oder so. Und da habe ich mich das so verstanden gefühlt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich MAC-Produkte gekauft habe, hat es, glaube ich, fast niemand aus meinem Freundeskreis so nachvollzogen. Und ja, da habe ich mich super gut mit ihr verbunden gefühlt. Oder zum Beispiel, sie ist auch so eine Person, sie steht dazu, wenn sie sich so Sachen gönnt, wie teure Taschen oder so. Und das dann auch so erklärt, dass zum Beispiel für Männer vielleicht, die das nicht so einfach verstehen, dass man jetzt zum Beispiel eine Chanel-Tasche kauft, dass die sich aber im Gegensatz widersprechen, wenn die sich zum Beispiel teure Uhren kaufen. Dass man das so auch generell berücksichtigt, dass man einfach darauf achten sollte, bevor man verurteilt, wo denn die eigenen Prioritäten sind und ob man nicht genau eigentlich dasselbe macht, nur mit einem anderen Wertgegenstand. Ich will unbedingt die Pinselset haben, oh mein Gott, ja. Dann haben wir MW Hanna. Ich nenne sie einfach Hanna. Ich finde, es ist echt cool, dass ich dieses Video nochmal gedreht habe. Zum Beispiel Hanna war, glaube ich, jetzt ein Jahr komplett weg aus Social Media gefühlt. Und jetzt gerade, wo ich dieses Video drehe, ist wieder da. Schaut euch ihre alten Videos an. Ich finde, sie kann sich wunderbar schön schminken, auch so für alltagstauglich und auch so einfach so für Anfänger leicht nachzumachen. Und ich finde einfach, sie ist sehr, sehr süß, aufgrund dessen, dass sie halt auch schon sagt, dass sie sehr dankbar ist, dass die Leute, obwohl sie jetzt eine Auszeit hatte, sie nicht verlassen haben, weil da bringt sie halt auch den Aspekt Zeit mit ein, dass man Zeit jemandem schenkt, die man nie wieder zurückbekommt. Und dass man dafür auch dankbar ist, dass es so offen anspricht, weiß ich sehr zu schätzen. Dann haben wir Najma. Sie war mir auf den ersten Blick schon sympathisch in ihren Videos, wo sie gesagt hat, die könnte mich auch Nacho nennen oder so. Und ich fand das richtig cool. Vor allem so Videos, wo sie so, sag ich mal, in der Öffentlichkeit dreht, wie zum Beispiel diese Elevator Challenge durch Huda Beauty, fand ich super cool von ihr. Ihre Make-up-Videos finde ich super cool, wenn sie Primark-Make-up zum Beispiel testet. Ich finde, sie kann sich super gut schminken und was ich auch gefeiert habe, ist zum Beispiel, da hat sie sich zum Beispiel draußen mit ihrem Make-up so hingestellt und Leute sollten einzelne Parts von ihr schminken, wie zum Beispiel, wenn so kleine Jungs dann plötzlich anfangen, ihr Make-up zu schminken, fand ich echt sehr unterhaltsam und sehr lustig. Dann haben wir Natasha Kimberly, #NoBeautyChannel. Ich finde ihre Videos sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam und plus, die haben einen Mehrwert. Und ich finde zum Beispiel Videos, wo sie, keine Ahnung, zum Beispiel funktioniert Pamelas Reifs Video wirklich, beziehungsweise wie sieht es bei ihr aus, sehr, sehr unterhaltsam. Ich denke, das bin original ich. Und dann finde ich das auch umso lustiger, wenn ich mich damit identifizieren kann oder generell, wenn sie so zum Beispiel über Beziehungen redet oder halt generell so wie Mädchen denken würden oder so und diese Videos halt so parodiert, das ist richtig lustig. Dann haben wir Ness. Ness ist so eine Person, ich liebe ihre Videos, wo sie einfach so ist, wie sie ist. Also so Vlogs. Oder sie macht jetzt auch einen extra Kanal, glaube ich, für Fitness und Vegan. Und dann macht sie so wie, also sie ist ein bisschen verrückt und sehr hübsch und teilt einfach alles aus ihrem Leben und verfolgt einen super so gesunden Lifestyle und steht für ihre Werte. Und ja, das finde ich sehr, sehr sympathisch an ihr. Und vor allem, ich habe jetzt auch das mitbekommen mit ihrem Ex-Freund da. Da habe ich sie auch vollkommen unterstützt, weil da ist mal was vorgefallen, wo dann YouTuber gegen YouTuber so irgendwie so battlen und schießen, wo ich mir denke, hey, das hat nichts auf YouTube zu suchen, ganz ehrlich.
Klar, jeder macht seine Fehler, weil ich meine, ihr kennt jetzt nicht unbedingt den Kontext und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich komplett auf einer Seite stehe, sondern einfach es nicht richtig finde, wenn eine Person, wie jetzt zum Beispiel beim James Charles Vorfall, dann plötzlich sehr, sehr viele Abonnenten verliert aufgrund einem Video von einer Person, die halt etwas gegen die andere Person sagt, ohne dass die Person sich rechtfertigen könnte oder so. Ja, aber ansonsten super, super süßes Mädchen. Also sie ist sehr lustig, sehr witzig und vor allem sind die jetzt auch gerade verlobt, also sie und ihr jetziger Freund. Und das fand ich auch sehr, sehr cute. Dann haben wir Nessa Rose. Nessa Rose, ich finde diese Frau so hübsch. Ich liebe ihre Make-up-Videos wirklich. Also andere finden, dass sie vielleicht zu viel Make-up hat, zu freizügig ist oder sonst irgendwas. Aber ich finde, das ist so etwas, was sie ausmacht. Und ich finde es gut, dass man, wenn man so ist, eben wie man ist, dass man auch offen dazu steht und zwar zu 100% und dass sie sich niemals für etwas anderes ändert. Und ich finde es auch toll, wie sie halt auch Fashion Hauls dreht, Online Hauls, die ich eh niemals in meinem Leben nachshoppen würde, aber ich schaue es mir super gerne an, weil es ihr so steht und weil ich das gerne bei ihr anschauen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich finde sie auch sehr authentisch und sie spricht auch ernstere Themen an und sie, also ich verfolge sie auch auf Instagram und so und sie macht auch echt coole Bilder, also ja, sie ist echt, ich finde sie einfach sehr, sehr attraktiv und ja, sie ist super hübsch. Dann haben wir Nietastic. Nie. Ich finde Nie so süß. Sie ist so, keine Ahnung, so sympathisch einfach auf dem ersten Blick schon. Ich liebe es, wenn sie Primer-Calls dreht oder wenn sie zum Beispiel auf Instagram jemanden pusht und sagt, schaut euch die und die Videos an, weil die so einen Mehrwert haben. Und die redet auch voll süß und die, ihre Art ist einfach so liebenswert. Wirklich, Leute. Sie ist wirklich sehr, sehr süß. Dann haben wir Nihan. Nihan habe ich damals schon gedreht, wo sie auch noch unverheiratet war, in dem Kinderzimmer da, wie das gedreht hat. Ich liebe es, wenn sie zum Beispiel sagt, dass sie auf ihren Augenbrauen so Vanilleparfüm sprüht und dass sie Düfte liebt. Und damit konnte ich mich auch super, super gut identifizieren, weil ich auch Düfte liebe und ja. Ich schaue mir halt super gerne ihre Videos an, wenn sie generell Videos postet. Zum Beispiel habe ich letztens erst What I Eat in a Day bei ihr gesehen. Früher habe ich andere Videos bei ihr gesehen, wie sie zum Beispiel auch so Richtung Beauty ging und Tipps und Pflege. Ja, dann haben wir Onion Dog. Onion Dog ist auch so wie Annika Sion. Habe ich, glaube ich, ihn auch entdeckt danach. Der analysiert, parodiert und kommentiert, sagt er immer in seinen Videos. Zum Beispiel war das auch bei Temptation Island. Ich finde es richtig lustig, wie er das so macht. Ich finde, das passt richtig gut zu ihm, dieses Reaction-Format vor allem. Auch wie er es macht, mit seiner Art, mit seiner Stimme und dass er das alles sehr, sehr lustig und unterhaltsam macht. Das schafft wirklich nicht jeder und dass er, ja, schaut euch seine Videos an, wenn ihr halt so, sag ich mal, RTL-Serien einfach parodiert sehen wollt und kommentiert. Und dann haben wir Paola Maria. Ich finde es super krass von dieser Frau, wirklich, dass sie ihr Kind nicht in der Öffentlichkeit zeigt, dass sie das wirklich durchziehen, dass sie einfach sagt, okay, seitdem ich jetzt ein Kind habe, will ich jetzt einfach auch niemals ohne die, so sag ich mal, für längere Zeit verreisen, sondern nimmt die immer mit als Familie und das gibt die nur halt in so einem Trio und das finde ich halt sehr, sehr süß und sehr authentisch und finde ich auch richtig so. Ich liebe ihre früheren Videos, wo sie so Make-up-Videos gedreht hat. Ich habe ja auch ihre Produkte nachgekauft mit Lovely. Dann haben wir Pascal Günstig Vegan. Leute, ich habe mit Pascal Günstig Vegan nur, glaube ich, so eine Woche komplett angeschaut. Also so ein Wochenvideo von ihm, weil ich noch nicht mehr kam. Aber ich habe echt, weil zum Beispiel jeder kennt zum Beispiel, wenn man zum Thema Essen redet und Kochen und Rezepte, Sally. Und ich mag Sally wirklich, aber an dieser Frau, ich finde es krass, dass sie so krasse Geräte hat, die ich zum Beispiel nicht habe, oder so ein paar Gewürze raushaut, die ich überhaupt nie davor gehört habe. Ich mir immer so, es wäre schön, wenn ich deine Küche hätte, weil dann kann ich es mir einfach nachkochen. Aber leider habe ich diese ganzen Zutaten oder Geräte nicht. Und dann schaue ich mir das einfach nur an, bin dann traurig, dass ich das nicht nachkochen kann. Und ja, bei ihm ist es halt so, dass er das wirklich mit Sachen macht, die leicht bekommen könnt, so wie aus dem Rewe oder so, und die ihr schon eh zu Hause habt. Und da koche ich super, super gerne schon jetzt das fünfte oder sechste Mal.
Dumplings oder so heißen die. Das sind so Teigtaschen. Japanisches Gericht, denke ich mal, mit Gemüse und das ist nur mit Sojasauce und das ist echt lecker, Leute. Ich mache das jedes Mal. Ich habe auch wegen ihm vegane Pfannkuchen gemacht. Das war auch ganz in Ordnung. Und was ich auch super gerne esse, ist zum Beispiel auch seine Karottensuppe, war das, glaube ich. Die war auch super lecker, Leute. Oh mein Gott, das ist ja alles vegan und echt lecker, wirklich echt richtig gut lecker. Und vor allem, der macht halt so Challenges, wo man halt sagt, in einer Woche unter 15 Euro Essen machen. Und er macht echt cooles Essen, unbekanntes Essen, was jeder einfach zu Hause nachmachen kann, weil ich bin nicht die größte Köchin. Und ja, dann haben wir Paulina Mary. Wie gesagt, sie ist ja mit Maya Ray das perfekte Duo, finde ich. Ich schaue mir super gerne ihre Fashion Hauls an. Ich schaue mir das an, wenn sie mit Maya irgendwas kommentiert, parodiert. Ich schaue mir super gerne ihr Instagram an. Also ich folge ihr halt auch und ich finde es cool, dass sie zum Beispiel, wenn ich ihr Bild kommentiere, das so liked und zurückkommentiert. Und ja, ich liebe ihre Handyhülle. Ich liebe ihren Style und einfach, sie hat so eine unterhaltsame Art. Und ich finde es halt schade bei den zwei Mädels, dass sie irgendwie, zum Beispiel, keine Ahnung, die haben mal ein Primark-Make-up-Video gedreht. Und ich finde es irgendwie so, dass sie sehr, sehr viel, also zum Beispiel, die haben ihre Art und nicht jeder kommt mit dieser Art klar. Und die sagen Sachen, die sehr ironisch sind und manche fühlen sich vielleicht davon angegriffen, aber ich denke mir dann immer so, die bekommen so unnötig sehr viel Hate ab, der eigentlich gar nicht so unnötig, also der gar nicht so nötig ist. Und ich als eine kritische Person, die halt, sag ich mal, nie so richtig hatet mit Hater-Kommentaren, sondern kritische Kommentare gibt, kann dann manchmal diesen unnötigen Hate gar nicht so verstehen, was andere da so, dass die dann sich sofort angegriffen fühlen. Und das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, weil ich finde die beiden Mädels echt cool, authentisch. Die haben ihre eigene lustige Art und ich finde, das hat immer noch, man muss denken, wenn man etwas ein bisschen übertreibt, zum Beispiel bei, wenn man etwas bewertet, was der eigene Freund so einem gekauft hat oder so und das so ein bisschen versucht, unterhaltsamer darzustellen, dass man da nicht direkt denken muss, oh, das ist alles fake und das ist alles so gespielt und bla bla bla. Sondern dass man immer denken muss, YouTube ist da, um euch zu unterhalten, um euch weiterzubilden, um euch zu inspirieren. Und manche Videos sind halt eher zum Wissen vermitteln, sag ich mal. Andere sind so eher zum Unterhalten, andere sind eher zum Inspirieren. Und dass man da nicht immer alles so, sag ich mal, mit einer Perspektive beachten sollte. Dann haben wir Pia. Bei Pia finde ich es krass, sie macht so coole Tests wie auf Tinder, zum Beispiel Curvy versus super skinny oder ungeschminkt versus total geschminkt und also auf Tinder jetzt und guckt, was besser ankommt. Ich finde ihre Musikvideos auch super, super cool. Da ist sie so doppelt zu sehen, Leute. Also ich finde so solche Kameratechniken voll faszinierend, wie ihr schon seht, wie ich über Intros rede oder sonst irgendwas. Und sie macht auch Videos, wo sie zum Beispiel Lidl-Outfits testet, wie gut die tatsächlich sind. Ja, finde ich auch cool. Dann haben wir Pocket Hazel. Leute, wenn ihr auf Mukbangs dreht, dann, Leute, kommt zu Pocket Hazel. Sie macht immer so asiatische Gerichte, redet dabei mit ihrem Freund auch manchmal. Also der ist dann eher im Hintergrund und manchmal kommt er halt vor, meine ich. Und das ist echt cool, weil ich bin so eine Person, ich kann mir nicht von jedem Mukbangs anschauen, aber Personen, die ich mag, aufgrund Mukbangs, kann ich mir jedes Video so geben. Dann haben wir Rezo. Rezo feiere ich super gerne wegen seinem politischen Video gegen die CDU, wo er sehr viel aufgeklärt hat, wo er keine einzige Werbung eingeblendet hat bei seinem einstündigen Video. Das, was ich sehr authentisch finde und sehr sympathisch. Und ich finde auch zum Beispiel, er macht auch so Videos mit Katja, wo die dann zum Beispiel mit ihrer Musik etwas Neues produzieren. Er macht YouTube-Channels mit Julia und dann machen die so wie so eine Smoothie-Challenge und das finde ich halt richtig cool und sehr unterhaltsam. Und ja, seine Art ist sehr cool und vor allem jetzt auch diese Schulfächer als Song, richtig cool. Und ja, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch. Du kannst mir gerne schreiben, welche YouTuber du am meisten feierst, die ich vielleicht noch gar nicht kenne oder die du feierst, die ich auch feiere. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich super gerne freuen, wenn du mich auch abonnierst. Und es gibt ja noch eine Glockenfunktion. Ich würde mich auch freuen, wenn du die Glocke einschaltest, damit du keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!